Würfel. It is granted to a chosen few. Ah ja, na klar. Ja, Skyforge, meine Brüders. Nicht mal 10 Sekunden im Spiel und es stürzt ab. Na klar. Ja, und damit moin moin und servus, meine sehr ehrigen Brüders. Wir sind hier bei Skyforge, einem MMORPG. Oder sagen wir eher MMO, dass es auf die Switch geschafft hat. Und ja, wir gucken uns an, wie das Spiel auf der Switch, ja, man möchte fast sagen, performiert. Das, was wir gerade eben gesehen haben, das war Real Talk vom Spiel. Ich habe das Intro abgespielt und dann kam eben das dabei raus, was ihr gesehen habt. Ja, wird auf jeden Fall eine wilde Angelegenheit. Dementsprechend lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte. Vielen Dank für Unterstützung. Abonniert hier gerne rein, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich würde sagen, wir starten hinein in den Aal. Übrigens, falls jemand von euch auch Abstürze bekommt, die im Intro passieren. Und ja, ich habe auch versucht, das Intro zu skippen. Danach im Ladebildschirm ist es auch abgestürzt. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie habe ich es denn geschafft, das Spiel doch zum Laufen zu kriegen? Ja, ich habe jetzt ein anderes Switch-Konto benutzt. Man kann ja so mehrere Profile benutzen. Ich bin in ein anderes Profil gegangen. Ja, und jetzt läuft es. Also ich weiß nicht, ob... Also es... Im Endeffekt, ganz ehrlich, muss das ja das Problem behoben haben. Wenn ich ein anderes Profil benutze, ist das safe der Grund. Und ja, ich habe die Switch auch beendet und neu gestartet. So, was haben wir hier? Wieder viel zu kleine Texte, die man auf einer Konsole, auf einem Monitor jetzt nicht unbedingt lesen kann. Ja, so, ja klar. Wir nehmen alles an, haben alles hier lesen. Wir sind dann hier in der Charakterauswahl. Also ja, meine Freunde, das, was in einem MMO oder in einem MMORPG dazugehört, möchte man an der Stelle beifügen. Ja, wir nehmen uns diesen Charakter. Ist ja auch im Endeffekt... Achso, habe ich jetzt alles, warte mal kurz. Habe ich jetzt gerade alles, was im ersten Screen war? Ah ja, zurück, okay. Ja, komm, was... Achso, ja, rechts waren Frauen. Okay. Ja, wir bleiben natürlich beim Mann. Und, ja, schauen, was... Ja, ganz ehrlich, so... Mir ist das jetzt gar nicht so wichtig. Hauptsache blond und dann, rein in den Aal, ne? So, ist das hier... Das sieht blond aus, ne? Ja, okay, weil das oben, das ist ja grau. Bruder. Das ist auch nicht blond, das ist eher so... Ich würde sagen, dass das eher so die Vorstufe ist oder die Nachstufe, bevor es dann in grau rübergeht. Ja, klar. Das ist auch eigentlich schon alles für mich. Ja, mehr will ich und brauche ich gar nicht. Vielleicht noch einen kleinen Bart oder so. Wo haben wir denn hier die ganze Angelegenheit? Ja, hier. Gesichtsform vielleicht, ne? Oder Haarfarbe? Nee. Hä, da war ich doch gerade schon. Hä? Hä? Ja, natürlich bei Schnurrbart und Bart. Ja, logisch. Der sieht schon ganz gut aus. Ja, kann man sich gönnen. Gibt's denn hier kein 3-Tage-Watt oder... Ja, komm, das sieht doch gut aus. Ja, Jungs, Mädels, Skyforge. Ein, gratis MMO, will man dazu sagen. Ja, könnt's euch jetzt, ab jetzt, im eShop runterladen. So, wir können uns Masken holen. Das ist ja zu Corona-Zeit eine sehr gute Angelegenheit. Ist das eine FFP30-Maske oder so? Die sieht ja schon high-technologized aus. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch sein und auf den einen oder anderen auch komisch wirken, oder? So nach dem Motto, hey, es ist ein MMO, aber es geht... Scheinbar nicht in diese Fantasy-Mittelalter-Richtung. Ich habe gehört, das soll so ein Hybrid sein, wie die Switch. So auf Science-Fiction und Fantasy. Wir ziehen die Maske an. Komm, let's go jetzt. Viel zu lange rumhampelisiert. So, Vorname, Nachname. Vor- und Nachnamen? Ja, okay, komm, let's go. Was? Eine integrierte Tastatur? Seit wann gibt's das Feature denn? Ist das neu? Kennt ihr das? Überrascht mich jetzt. Normalerweise, wenn sich das Tastaturfenster öffnet, ist es in einem Extrafenster und das Spiel ist im Hintergrund. Aber hier ist das Spiel im Vordergrund, also im Hintergrund, aber zu sehen. Und nicht zu sehen, wie es normalerweise ist. Ja, also, Random Kai natürlich ganz klar, der allererste, ja. Und auch der einzige. Also auch gut so. Dementsprechend, ja, ich kann keine römischen Zahlen. Wahrscheinlich geht es schon, aber... wir beenden dann, oder? Oder haben wir beendet?
Ich drücke gerade die ganze Zeit auf R, aber wir sehen hier unten ein Problem. Oh, Junge. Ja, gut, dann schreibe ich da halt eben in der Erste. Oh, Junge, es ist wirklich... Nicht lang genug. Jetzt geht's immer noch nicht. Darf kein Leerzeichen. Oh, Junge. Ja, macht Sinn, ne? Aber dann mache ich einfach der. Der. Meine Güte, Alter. Ich komme jetzt schon nicht mal mit dem Spiel klar. Unnormal. So, Brüders. Wir steigen rein. Alright, listen up. We're heading for Ionor. Our mission is to clear the town of enemies and evacuate the civilians. Keep your eyes open and be careful. We're not immortal. Questions? Alright then. Das war eine eindrucksvolle Sequenz, meine Brüders. Und damit können wir auch rein in den Aal, oder? Ja, ihr seht also das Ganze in einem futuristischen... Was heißt futuristischen? Also mehr oder weniger, es ist ein bisschen so, ne? Wenn ich mir das gerade so angucke, könnte Cyberpunk auf Wish bestellt sein. Auf Switch bestellt, auch so ungefähr. Würde hinkommen. Ja, aber natürlich, Science Fiction soll hier... das tragende Element sein. Es soll aber auch ein bisschen Richtung Fantasy gehen. Deswegen meine ich das eben mit Hybrid. Und wenn ihr es euch runterladen wollt, ihr braucht mindestens 20 GB. Ja, das Spiel hat 21 GB, Brüders, die ihr runterladen müsst. 21,7. Ich dachte erstmal, krass, dann hat es ja quasi viel mehr. Ja, man möchte sagen, Speicher als Apex, dachte ich erstmal. Ja, aber ich habe irgendwie rausgefunden, dass Apex dann doch 30 GB hat und dagegen ist, Skyforge natürlich so ein bisschen der kleine Bruder von Apex, wie ich das dann soweit ausgerechnet habe. Heftig, ne? Also jetzt haben wir hier so einen 20 GB Titel und schon sehr bald, am 9. März, kommt ja Apex. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel von Apex reden, wir sind hier bei Skyforge. Aber abgesehen davon, da ich ja von den Machern hier eh kein Geld kriege, könnte ich auch über alles andere reden. Aber wir geben uns dem mal hin, na klar. So, hallo. This is Ionor. We received a distress call. The town is being attacked by birds. The town's residents are in hiding. We need to find and evacuate them. Okay, es geht hier um die Evakuierung von, ich denke... bestimmten Wesen oder so? Keine Ahnung. Wird sich genau zugehört, aber ich denke, wir müssen diesem Weg folgen, ja. Und... okay, Soundknacken. Komisches Soundknacken. Okay. Wir kriegen hier wahrscheinlich gerade einen Move gelehrt, oder? Ja, Tutorial Tendo natürlich am Start. Oh, fuck. Voll daneben gehauen. Aber ja, das... soweit... zum... bisherigen Kampfsystem, ja, springen können wir mit A. A, ja. So, hauen sie rein. Wir hatten da gerade geschrien, Bruder! Hallo? Sehr mystische... oh. Ja, Rip und F, würde ich sagen, oder? Der gefallene Bruder. Da hat ihm jemand ehrenlos eine Axt in den Rücken reingerammt. Das kann doch wohl nicht sein. Na, also ihr seht, das ist irgendwo ein bisschen was zwischen Mittelalter-Fantasy. Ne, wenn man sich so den Background anguckt, überall Wald und so. Und wenn man sich das anschaut, sieht das jetzt auch nicht so unbedingt... naja... oh, ganz viele unschuldige NPCs. Lasst sie in Ruhe, ihr Schweine! Mach euch komplett kaputt! Was soll das für Dinger sein? Sind das so diese allseits bekannten aus MMO-RPG-Spielen, ja? Die Level 1-Ratten? Sind sie es tatsächlicherweise? Wild? Ja, also... das mit dem Hybriden scheine ich jetzt schon ein bisschen zu verstehen, auf jeden Fall. Einige Gebäude sehen auf jeden Fall nicht aus wie aus dem 30. Jahrhundert, Bruder. Ja, tschüss.
Muss aber auch sagen, ja, also von der Grafik, natürlich, klar, wir sehen vom Boden her so ein paar Glanzeffekte sehe ich hier, die mir auffallen, ja, aber so der Hintergrund ist, wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, ne, so die, ja gut, wenn man, ja gut, ja, also der Fogwert, der Nebelwert kickt ein bisschen rein, die Hintergrundtexturen der Häuser, wenn man so ein bisschen ranzoomt, finde ich das jetzt auch nicht so unbedingt krass aussehend. Ja, wir können mal ganz kurz hier den Mauer Aspekt natürlich betrachten. Ja, wir gucken, wie wir ihn hier einfangen können. Ich glaube, hier ist eine gute Position. Ja, oh mein Gott, hier. Ja, das ist so meine Technologie, die ich entworfen habe. Die nennt sich halt Mauerwerkanalyse. Und wir sehen hier anhand der Texturen, ja, das sieht auf jeden Fall schon ein bisschen scharf gestochen aus. Könnte aber besser sein. Ne? Also wir haken das mal ab. Als es ist für Switch-Verhältnisse mehr als okay. Oder was heißt mehr als okay? Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich weiß jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, auf welche Auflösung das hier läuft. Ja, können es natürlich sicher sein, dass das 30 FPS sind. Von der Framerate her. Aber was die Auflösung angeht, schwierig zu sagen. Wenn wir uns die Mauertexturen anschauen, könnte das irgendwas sein zwischen vielleicht 600 und 700p oder so. Wenn ich jetzt schätzen müsste. Weil ganz ehrlich, so nach HD sieht das ja jetzt nicht unbedingt aus. Aber es ist immer noch, wie gesagt, es ist in Ordnung. Wir meckern hier auf hohem Niveau. Ich will das Spiel jetzt auch nicht beileibe schlecht reden. Ich denke, da haben die Jungs, die das hier geportet haben, bestimmt das Beste gemacht, was sie machen konnten. Auch wenn natürlich so der Spielabsturz am Anfang so ein bisschen gekickt hat, muss man... Ja, und natürlich diese Sound-Lags, diese Sound... Nicht Lags, aber diese Soundbugs, dieses Knacken. Komme ich jetzt nicht mehr raus? Huch. Ja, also das muss man auf jeden Fall noch patchen. Generell läuft das hier wohl auf Version 1.03. Also... Ja, ich weiß nicht, ob das auch die Versionsnummer für alle anderen Plattformen ist. Ich denke mal nicht. Das Spiel ist ja auch schon 5 Jahre alt, habe ich rausgefunden. 5, 6 Jahre. Es wird dieses Jahr 6. 2015 kam das heraus. Und macht es jetzt halt eben seinen Weg auf die Switch, ne? Muss man auch sagen, Respekt, dass man es macht. Ist ja nicht das erste MMO, das es auf die Switch geschafft hat, ne? Das auf die Switch gekommen ist und ist natürlich, ich sag mal so, anhand der wachsenden Spielerschaft, man sieht ja, die Switch-Zahlen, Verkaufszahlen schießen in die Höhe. Da muss man natürlich immer schauen, dass man alle möglichen guten Märkte abdeckt. Und das ist auch eine ziemlich gute Entscheidung gewesen. Und jetzt haben wir hier ein richtig mieses Wildschwein. Können übrigens mit dem linken Stick reindrückend. Sondern, ja, Ausweichhieb oder so ein Ausweich-Move machen. Schauen wir mal, ich habe die Steuerung auch noch nicht so ganz inspiziert. Ah, ja, können wir Screenshots machen oder was? Ah, ja. Hallo? Hä? Was war das denn gerade? Bruder. Oh, ich habe 187 Schaden bekommen. Hm, der Bruder. Hm. Na klar. Ja, ist jetzt schwierig halt, ne? Huch. Vor allem, das Ding ist... Oi. Der B-Knopf ist soweit leer. Ich kann mit dem nichts machen. Springen, wenn er mich angreift, bringt mir halt wirklich auch gar nichts. Aber die... Ich habe mehrere Techniken drauf. Also es gibt da ein paar Techniken, die man nutzen kann. Ja, haben auch Abklingzeiten, wie man unten, glaube ich, sieht. Ist das so? Huch. Da wäre ich gerade fast gestorben, oder? Heilige Scheiße, ist das eine Heilungssphäre? Ehre. Die Heilungsehre. So. Das war's. Hauen Sie herein, Bruder. Ja, und jetzt? Was nun? Hm. Hey, over there. You can come out. Come out! It's safe now! Thank the gods, you got them all! Thank you.
Thank you. You're our saviors. We're saved. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hold it back! Come on, come on! You won't take me alive! Level 1 Ratten. Ja, F in die Kommentare, Brüder. F. Die verdammten Level 1 Ratten. Ich wusste es die ganze Zeit, die sind krass. Hätten wir uns am besten nicht mit denen anlegen sollen. Scheiße, Bruder. Ja, also ihr seht, ihr bemerkt, ja, das Spiel ist voller Spielesequenzen. Und das für ein MMO ist auf jeden Fall eine heftige Angelegenheit. Es soll aber, um mal hier das Ganze einzukategorisieren, dieses MMO ist keines, das irgendwie eine zusammengehörige Welt hat, sondern es besteht aus, man möchte sagen, so halt eben Map-Stückchen, zu denen man sich portet mäßig. Genau. Arise, Immortal. It is not the end. It is just the beginning. Ja, moin. Ja, und damit sind wir jetzt unsterblich, oder was? Es tut mir übrigens leid, wenn ich voll in die Sequenzen reinrede und euch damit die Atmosphäre kaputt mache. Aber, Bruder, welche Atmosphäre? Wir sind hier in der Switch-Version, die sequenztechnisch... Ja, als ich... also bei mir hat das jetzt nicht irgendwie, als die ganzen Brüder abgeschlachtet worden sind, nicht unbedingt für einen Trauermoment gesorgt. So, natürlich denkt man sich so, ja gut, ne? Sind sie jetzt gestorben? Aber, naja, ich sag mal so, wenn du jemanden mit einem, ich sag mal, billigsten Ja-Messer abschlachtest, ja, sorgt das bei mir jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass du groß, ich weiß nicht, ne, dass du da groß Sympathien für wächst. Oh nein, das schöne Ja-Messer. Nein! Hätte er doch lieber das Teure genommen. Weiß auch nicht so genau, ne? Die optischen Kicks halt eben. Man kennt sie doch, ne? Und das ähnliche Feeling hatte ich hier jetzt auch. Aber es ist schon in Ordnung. So, let's go. Nächste Sequenz. Ihr folgt hier eine nach der anderen. Ja, okay, wir merken uns, der Charakter ist immer vom Tod stehend unsterblich und macht alles komplett kaputt. Okay, ich würde sagen, wir lassen die Abklingzeit erstmal ein bisschen laufen, ja, und dann nähern wir uns wieder dran. Let's go, meine Brüder. Huch!
Aber trotzdem, wie gesagt, ne, sorry, dass ich voll in die Sequenzen reinrede. Ich habe echt so eine Kunst dafür, immer dann mit dem Reden anzufangen, wenn gerade der, also wenn gerade die Synchro losgeht. Wisst ihr, es ist zum Kotzen. Wie es aussieht, hat der Bruder drei Schichten an Lebensenergie oder was? Oder so? Wie soll ich diese mal drei da schätzen? Aber das Ding ist, es bringt mir ja nichts abzuhauen, weil er trifft ja sowieso. Wisst ihr, da kann ich auch trotzdem draufhauen. Das macht den Braten jetzt nicht unbedingt fetter. Ja, okay, das sind Lebensleisten. Da kriege ich so ganz ernste Dragon Ball Flashbacks. Ja, oh Gott, Alter, heil mich, du Sau! Da gab es ja auch mehrere Leisten, die immer so abgelaufen sind. Ja, die sich quasi von dir selbst abgetrennt oder vom Gegner abgetrennt haben. Ist da auch eine Heilsphäre drin oder was? Ja, gib mal her, Bruder. Nicht? Okay, dann eben nicht. Ja, wir werden dann wahrscheinlich hier sterben oder so. Ich denke mal, das sieht nicht gut aus. Oh, wo ist er denn? Da. Der hat aber auch nicht mehr viel Leben, Mann. Schwein! Nein, ich bin tot. Heilung. Ja, der wahre Bruder. Nächste Sequenz. Huch! Ach so, okay. Ja, ich weiß halt nicht, wann jetzt eine relevante oder wann so eine irrelevante Zwischensequenz kommt, wo man sich auch denkt, ja, kann ich die Facecam auch eigentlich drüber lassen, ne? So, Brüder, ja, was geht, Mann? Alles fit oder was? Hallo? Bruder? How did you survive? You killed so many monsters. Ja, die Sequenz ist sehr, sehr. Also, die, auch die Animationen sehen auf der Switch so aus, als würde er mit vollem Enthusiasmus reden und so. Also, so nach dem Motto: Du hast bereits so viele Monster getötet, aber ausgesprochen sieht das aus wie. Du hast bereits so viele Monster getötet, ne? Voll heftig, Alter. Birds thought you were dead. Couldn't they smell you? And you don't have a scratch on you. You must be immortal. You were born under a lucky star. Come on, it's my duty to bring you to Alienor now. Ja, da würde ich sagen. Werden wir in den Alienor gehen? Der Alienor? Let's go. Machen wir. Ich dachte erstmal, da wäre mir das Alien nah, aber dann habe ich verstanden, wir gehen doch nur ins Alien nah. Kit und Mois, ne? Ja. Man kennt's. Ja, 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 ja. Wobei, so schlecht sah die Animation mit dem, mit, also diese Facial-Animation, war okay. Ne? Die Augen haben ein bisschen wenig mitgespielt, aber ansonsten ist das ja voll in Ordnung gewesen. Ja, und jetzt sind wir, wie ihr sehen könnt, eben an einem komplett anderen Ort. Gibt es überhaupt eine Karte oder so? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal kurz. Hallo? Na? Ja, das Spiel lebt natürlich, ne, von dem Shop, den wir hier haben. Ja, logisch. Ich habe jetzt aber nicht unbedingt vor, dafür Geld auszugeben. Man sieht ja auch, das Spiel ist noch nicht so fein getuned für Switch. Es hat noch so ein paar Probleme. Ne? Diese Audio-Bugs sollte man auf jeden Fall noch fixen. Aber ich denke, das kriegen die Macher auf jeden Fall hin. Ja, hier aber, wie gesagt, an einem komplett anderen Ort. Wir wurden weggeportet. Ja, was quasi nicht so die Art des MMO-RPGs ist, wie sie in der Form ist. Dass es eine zusammengehörige Map gibt, ja, die man komplett und frei erkunden kann. Eben Open World, sondern hier ist das eher so, ja, mit so einer Art Instanzsystem gemacht und deswegen ja, sind wir leider, was heißt leider? Wir sind an einem besseren Ort, sagen wir es so. Brüder, ich bin jetzt erstmal weg für diesen Parte. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hauen Sie rein. Tschüss.